Hallo, ich bin Anna, Gründerin vom Online-Magazin Dear Work und gemeinsam mit der Wirtschaftswerkstatt bin ich unterwegs, um 16- bis 25-Jährige zu treffen und sie nach ihren Erwartungen ans Berufsleben zu fragen. Zum Beispiel möchte ich sie fragen, wie wichtig ihnen finanzielle Sicherheit ist oder die Vereinbarkeit von Job und Familie oder flexible Arbeitszeiten. Los geht's! Hi, ich bin Doka Nesanir, 21 Jahre alt und freiberuflicher Stylist aus Berlin. Doka, kannst du uns nochmal genau beschreiben, was du beruflich machst? Ich bin Stylist und mache die Modeleitung beim Indie Magazine und Material Magazine. Und als Stylist arbeite ich entweder für Magazine oder für verschiedene Kunden und helfe ihnen, stilistisch wieder auf einen neuen Weg zu kommen oder eben Kollektionen zu stylen oder Commercials eben zu stylen. Und da geht es im Großen und Ganzen darum, dass die Klamotte verkauft wird oder eben gut dargestellt wird. Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt? Angefangen habe ich mit 16, mich da so reinzufinden und habe irgendwann mit 18 gemerkt, jetzt will ich es wirklich machen, also jetzt seit knapp 4 Jahren. Mhm. Und wie bist du da rangekommen oder wie bist du reingekommen in das Business? Ich bin durch die Fotografie reingekommen. Ich habe mich ein bisschen in Fotografie ausprobiert und dachte, dass die Fotografie irgendwie meine Passion ist, aber habe schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist und war schon immer sehr modeaffin, sagt man ja mal so leicht, aber bis man wirklich in den Job reinkommt, hat es echt lange gedauert und ich glaube, das sage ich immer wieder, bei mir war es wirklich der richtige Moment zur richtigen Zeit. Und natürlich hat es auch, glaube ich, was damit zu tun, dass ich eigentlich einen ganz guten Riecher hatte, aber es liegt sehr viel daran, dass ich einen guten Moment ausgenutzt habe, mich zu zeigen. Und da bin ich irgendwie ganz schön schnell reingerutscht. Was magst du am liebsten an deinem Job? Am liebsten mag ich die Vielfalt. Früher dachte ich, als ich den Job noch nicht richtig gemacht habe, dachte ich, es gibt nur Commercial Styling oder Magazin Styling. Jetzt merke ich eben und erfahre auch selber, wie viele Facetten es gibt vom Styling oder beziehungsweise in wie vielen Positionen man eigentlich benutzt wird, zum Gegensatz zu, ich weiß nicht, wenn man, ich glaube, nicht in dem Beruf ist, denkt man echt oft, es geht um, ja, man stylt eben mal ein Commercial oder man macht irgendwie mal ein Editorial, aber es glaube ich, das habe ich gemerkt, das, was mir wirklich gefällt, irgendwie ist es jedes Mal was Neues. Du machst ja das Styling frei, also selbstständig. Und kannst du uns sagen, was du am besten findest am selbstständig sein oder freiberuflich arbeiten? Die Tagesgage. ich finde es sehr interessant, muss ich sagen, wie in einem Unternehmen zum Beispiel, wenn ich einen Kunden habe und ich als Stylist eben freiberuflich am Set bin und dann gibt es eben vielleicht noch einen Stylisten, der eingestellt ist. Es ist schon sehr, sehr, sehr unterschiedlich, sage ich jetzt mal, vom Bezahlungsgrad her, weil es teilweise am Tag meine Tagesgage die Monatsgage ist. Und dann fällt mir auf, dass es ein Unterschied ist vom Freisein. Ich könnte nie fürs gleiche Unternehmen die ganze Zeit arbeiten. Das ist für mich als Freiberufler, glaube ich, das Schönste, dass man eben, wie ich schon vorhin sagte, immer wieder neue Leute kennenlernt. Und ich mag auch, um viele Leute herum zu sein. Ich könnte auch nicht immer wieder im gleichen Büro. Ist ja eigentlich, für mich ist sozusagen das Styling, hat in Deutschland auch einen neuen Wert bekommen, ist mir aufgefallen. Viele Unternehmen haben Stylisten eingestellt und da ist mir aufgefallen, das ist dann aber wiederum trotzdem nur ein Bürojob und das will ich ja eben nicht. Was ist nicht so gut am Selbstständigsein? Die Steuern. nein. Zu zahlen oder zu machen? Nein, zu machen auch. Nee, das ist, was ich nicht mag tatsächlich, ist, wie leicht man ausgenutzt wird. Man ist Angriffsziel für viele Dinge, finde ich. Und mir fällt oft immer wieder auf, als ich noch nicht so richtig in den Job mich eingegroovt habe und noch nicht so Ahnung hatte von vielen Dingen, wird man sehr leicht ausgenutzt. Also man wird, wenn man weiß, da ist eben eine Fläche, die man ausnutzen kann, dann kommt da direkt jemand und versucht, das meiste aus dir rauszuziehen. Und wenn eben der Angestellte 9 bis 5 arbeitet, weiß man, dass der Freelancer halt bis 3 Uhr morgens arbeitet, um 6 wieder anfängt. Also ich beklage mich nicht über die Zeiten, aber mir fehlt oft die Menschlichkeit. Da als Freiberufler, ach, weil man ja eh so viel Geld kriegt, was teilweise ja unterschiedlich ist, wird man sehr, sehr, sehr oft sehr viel ausnutzen, finde ich. Kannst du von deiner Arbeit leben?
Ja, auf jeden Fall. Wie wichtig ist dir Geld und finanzielle Sicherheit? Geld zu haben, ich würde sagen, das sage ich auch sehr oft, muss ich sagen, mir ist es nicht wichtig, beziehungsweise ich finde es so ein bisschen heuchlerisch, wenn Leute sagen, ach, mir geht es nicht ums Geld. Ich weiß nicht, ich habe einen anderen Standard, auch wenn ich sehr jung bin. Das ist eben das Problem, dass ich sehr jung angefangen habe, Geld zu verdienen und mittlerweile auch in einem Status bin, wo ich eben einen ganz anderen Lebensstandard habe, den ich natürlich jetzt auch aufrechterhalten will. Deswegen würden andere in meinem Alter sagen, ach, mir ist egal, ich probiere mich aus. Ich habe mich ausprobiert, habe gar kein Geld verdient und es hat 3 Jahre gedauert, bis ich eigentlich Geld verdient habe. Mhm. Also davor war es halt so, ach, da hast du mal einen Job gemacht. Aber jetzt hat man eben Kunden, wo du weißt, ach, in 3 Wochen bin ich eh wieder gebucht oder ich kann mir das leisten, weil ich eh weiß, ich habe das Geld in 2 Monaten. Mir ist Geld, ehrlich gesagt, wichtig, aber mir ist finanzielle Sicherung sozusagen viel wichtiger. Mhm. Also mir ist schon wichtig, dass ich eben eine Absicherung habe, weil ich eben auch, weiß ich nicht, Geld haben ist nochmal ein Unterschied als Geld haben für die Zukunft. Mhm. Klingt ein bisschen komisch, aber ich finde, wenn ich weiß, ich habe in 3 Jahren das Geld zur Verfügung, ist ein bisschen angenehmer, als wenn ich jetzt vielleicht mal Knäckebrot esse, anstatt das Brot mit Gold oder was weiß ich. Also ja. Würdest du das auch machen, wenn du weniger Geld verdienst, vielleicht auch mal eine Zeit lang gar nicht? Habe ich gemacht. Also ich würde sagen, das ist die Hürde, die man meistern muss, ist der Anfang. Also ich habe wirklich gemerkt für mich, ich wollte auch aufhören, weil ich wirklich gar kein Geld verdient habe und irgendwann, ich habe auch den finanziellen Background nicht, ich habe keine Eltern, die mich wirklich finanziell unterstützen, also wirklich gar nicht. Deswegen war es sehr hart für mich, weil ich eben nebenbei viel arbeiten musste und das ist so ein bisschen der Teufelskreis, wenn du viel nebenbei arbeitest, kannst du eigentlich dich nicht richtig konzentrieren und deswegen braucht es so ein bisschen, du musst viel arbeiten, glaube ich, was zur Seite legen und dann Freelance sein, was sehr riskant ist, was ich finde in Deutschland sehr wenige auch sich getraut haben, aber die, die sich getraut haben, sind bis heute irgendwie echt gut im Rennen und das habe ich auch für mich gemerkt. Ich bin damals aus meinem Job rausgeflogen, lustigerweise, im Verkauf war das und wäre ich damals nicht rausgeflogen, glaube ich, wäre ich immer noch da, weil ich mich nie, ich hätte mich getraut, aber viel zu spät und dann kam eben der Moment und dann kam man irgendwann man ist lange nicht am Ziel, aber irgendwie bin ich gerade auf einem richtigen Weg. Danke dir.